Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Make-up-Look geschminkt habe. Ich habe lauter neue Produkte heute mit integriert. Die meisten sind auch aus der Drogerie, war gar nicht so geplant, aber ist so geworden. Es ist sehr glowy, natürlich, wobei ich mal wieder ein Wing trage nach einer langen Zeit. Und ich bin ganz gespannt, wie euch der Look gefällt und wir legen gleich los. Ganz blanco. Man sieht noch ein paar Unreinheiten. Schätze meine Tage. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Da ist die Haut bei mir. Bei mir spielt die Haut auf jeden Fall verrückt. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich bin irgendwie so wieder 14 Jahre alt. Aber ja, jede Haut ist anders. Also ich habe ich habe richtig coole Produkte hier dabei. Und ich muss auch sagen, 90% ist irgendwie Drogerie. Unbeabsichtigt, aber it is how it is. Ich hoffe, ich habe hier auch nichts vergessen. Trended Up, die BB Foundation. Fresh and Nude, mattierend, verfeinert das Hautbild. Ich habe hier die Farbe 20. Hoffe, es wird nicht zu dunkel sein. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt ja so eine Steigerung an Deckkraft. Es fängt mit BB an. Das ist so ganz super, super leicht, wenn man vielleicht auch erst anfängt mit Grundierungen. Und also man findet BB auch oft in den Theken, wo auch allgemein die Zielgruppe, die angesprochen wird, eher jünger ist. Danach ist die nächste Steigerung CC Cream. Das ist Color Correcting. Das ist nicht so alles abdecken, aber eben die Farbe zu korrigieren, ne? Vielleicht ein bisschen Rötungen abdecken, dunkle Schatten und so weiter. Und dann ist halt die normale Foundation ist halt das Nonplusultra. Also ne, da gibt es auch verschiedene Deckungsgrade. Aber BB ist eigentlich theoretisch das Schwächste. Aber mir ist aufgefallen, dass es in dem Fall es nicht ist. Deswegen hat es mir so gut gefallen, weil ihr wisst ja, ich lege Wert auf Deckkraft. Brauche auch meine Deckkraft, auch im Alltag, manchmal mehr, manchmal weniger, einfach wegen meiner Pickelmale, aber auch wegen meiner Pigmentflecken, ne? Und deswegen liebe ich einfach Deckkraft und ja, Nummer 20 könnte aber auch trotzdem gut passen. Ich muss gestehen, falls hier sich jemand gewundert hat, oh, kein Primer, kein Spray, ich habe es einfach vergessen, ich habe es eiskalt vergessen. Ich filme jetzt nämlich hier im Studio und ich bin nicht zu Hause. Die Vor- und Nachteile an dem, ob man zu Hause filmt oder in einem Studio. Ne? Aber schaut mal, also die Deckkraft ist wirklich klasse. Aber was mir auch aufgefallen ist, also Drogerie Foundation versus High-End Foundation. An sich vom Gefühl, vom Finish, ist es gar nicht mal so ein Riesenunterschied oft. Ne? Es ist eine tolle, also es ist eine tolle Grundierung. Aber mir ist aufgefallen, dass die High-End Foundations sich oft viel leichter auf der Haut anfühlen. Zum Beispiel diese BB Foundation, die finde ich richtig cool. Tolle Deckkraft, schaut super schön aus. Aber ich muss sagen, ich fühle die auf der Haut. Auch nicht so doll. Vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Anspruch mittlerweile, ne? Nach 11 Jahren, wo ich schon wirklich alles Mögliche ausprobiert habe. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Grundierung, die ich auf der Haut schon sehr fühle. Ne? Ich fühle dieses bisschen Gewicht. Ich habe aber auch nicht viel drauf. Schaut mal, wie super, super schön das Finish ist. Es ist glowy. Es hat sehr, sehr schön abgedeckt. Es hat mein Teint optimiert. Es gefällt mir sehr gut. Nummer 20 ist irgendwie auch, passt auch perfekt. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan. Und falls ihr mal was Neues sucht aus der Drogerie für wirklich kleines Geld, aber eine ganz tolle Wirkung und tolles Finish, dann solltet ihr das auf jeden Fall ausprobieren. Nicht neu entdeckt habe, aber auch nicht missen möchte, so eins der High-End-Produkte, die ich hier habe, ist der Concealer von Givenchy. Das ist der Prism Libre Skin Caring Concealer. Ich habe die Farbe N120 und ich liebe den Concealer, sowohl auch die Foundation, weil das ist genau das. Es hat so eine dünne Konsistenz, aber eine super, super schöne Wirkung gleichzeitig. Also meines Finish, ne? Tagegefühl. Und diese Farbe ist ein bisschen zu hell für mich aktuell, aber hat auch so einen schönen highlightenden Effekt. Hätte ich jetzt blaue Schatten, wäre das nicht optimal. Weil wenn ihr einen zu hellen Concealer auf dunkle Schatten auftragt, dann sieht das grau aus. Also dann seht ihr noch müde aus als vorher, obwohl ihr das eigentlich abdecken wolltet. Und was auch immer schön ist, wenn ihr die Zeit habt und die Kapazität allgemein,
nutzt für Concealer einen separaten Pinsel, auch einfach einen kleineren, weil Concealer trägt man ja dort oft auf, wo die Stellen recht empfindlich sind, gerade hier, ne? Die Haut wird immer dünner, gibt immer mehr nach und man sollte wirklich sachte und vorsichtig mit diesen Stellen umgehen. Und wenn der Pinsel kleiner ist, dann macht man das auch automatisch. Ne? Mit so einem Foundation-Pinsel zieht man doch eher mal doller. Ne? Also wenn ihr das habt und das könnt und so viele Pinsel habt, dann macht das auf jeden Fall. Also mega schön. Ich liebe die Deckkraft gerade, das Finish, also Base ist mir auch mal sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich sehr zufrieden damit. Was ich auch immer für sehr wichtig halte, ist, die gewissen Stellen zu setten, die sich gerne mal bewegen im Gesicht, also wo sich das Produkt mal gerne bewegt. Und das auf jeden Fall unter den Augen, an meinem Kinn und vielleicht auch auf der Stirn, ne, dass es nicht so aussieht, als würde ich schwitzen oder so. Ne? Ein gewisser Glow ist schön, aber am schönsten ist er nur, wenn er an den richtigen Stellen ist. Ich benutze von Make-up Store ein Puder. Ich hatte das letztens erst in einem Blog, glaube ich, erwähnt, dass ich finde, dass man das irgendwie kaum irgendwo sieht, aber das ist wirklich ein richtig gutes Puder. Das ist das Loose Powder in der Farbe Milk und das hat hier so ein Netz, also wenn man das mitnimmt, ne, ich war jetzt unterwegs, dann kommt schon einiges raus, muss man schauen, wie man das dosiert. Ich nehme ja meistens Puder raus und dann gebe ich das so in den Deckel, klopfe das hier so ab und dann verteilt sich das auch wunderbar gleichmäßig auf dem Pinsel und dann klopfe ich das hier auf. Und weil ich das auch relativ minimalistisch und kontrolliert auftragen möchte, nehme ich auch hier einen kleineren Pinsel für meinen Concealer. Und wie ihr sehen könnt, das hat den Concealer wunderbar abgedeckt. Hier sieht man immer noch die Vertiefung, besonders weil es glänzt. Und hier habe ich das auf jeden Fall schon optimiert. Und auch nicht so teuer wie zum Beispiel das von Givenchy, was ich auch sehr gerne benutze. Und den Rest so ein bisschen auch auf die Stirn. Aber das war jetzt nicht wirklich ein neues Produkt. Ich glaube, das Puder habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt kommen wir zum Bronzer. Auch das ist kein neues Produkt, aber danach. Ich benutze das Givenchy, ich benutze den Gucci Bronzer und das ist die Farbe 02. Und das ist ein Bronzer, also die 02 ist wirklich ein dunkler Ton. Man muss aufpassen, ihr werdet das auch direkt sehen. Bam. Also schön vorsichtig, ne, dass es nicht fleckt. Aber weil ich ja Bronzer so sehr liebe, und das wisst ihr ja, ist es mir auch wichtig, dass man den sieht, wenn ich den trage. Und jetzt, wo ich ein bisschen dunkler bin im Sommer, ist die Nummer 2 hier bei Gucci eigentlich optimal. Richtig schöner Unterton und gibt auch genug Pigment ab, so dass ich meinen Bronzer sehe, wie ich den auch gerne habe. Und genau, so, perfekt. So beim Blush. Ihr wisst ja, ich liebe über alles meine Hourglass-Palette, diese rosane mit dem Elefanten drauf. Das ist wirklich meine Go-To-Face-Palette. Aber das war so eine Limited Edition, beziehungsweise eigentlich nur das Packaging ist eine Limited Edition. Vom Inhalt her, die Puder, die gibt es eigentlich immer wieder. Die kann man sicherlich auch einzeln kaufen oder eben in dieser Palette. Ich liebe einfach Palette, weil wenn ich verreise, nehme ich eine Palette und habe halt alles drin. Weil ich benutze auch wirklich immer Bronzer, Blush und Puder und da habe ich halt alles in einem. Und ich wollte einfach so eine Art, so eine Option finden, die dem Hourglass-Puder ziemlich nahe kommt. Jetzt habe ich gefunden, habt ihr in meinem letzten DM-Haul gesehen, kann ich euch gerne nochmal verlinken, Cheek Lover Marbled Blush von Catrice. Das ist die Farbe 10 Dahlia Blossom. Und ich finde, das ist so vom Glanz und von der Farbkombi ziemlich nah dem Hourglass-Bronzer kommt. Ich nehme einfach den gleichen Pinsel vom... Guck mal bitte, wie pigmentiert. Ich nehme einfach den gleichen Pinsel, den ich gerade benutzt habe, für den Bronzer und dann tupfe ich das hier so ein bisschen, auch wenn es jetzt kein Creme, sondern ein Puderprodukt ist, aber trotzdem. Und ich finde, dass es dem wirklich nahe kommt. Was mir jetzt persönlich auffällt, weil ich dieses Hourglass Puder ja ständig und immer und seit Ewigkeit benutze, das ist natürlich noch mal feiner und hochwertiger. Das muss man einfach sagen. Aber dieses Catrice Puder kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Ich nehme noch mal meinen Puderpinsel
Also es kommt dem auf jeden Fall schon nahe. Gerade vom Unterton, finde ich, schaut es wirklich gut aus. Farbe 10, Dahlia Blossom. Und bei den Augenbrauen ist es so, dass ich mal wieder gerne ein Brow Fix Gel benutzen möchte. Und das ist ein Produkt von einer Bekannten, beziehungsweise habe ich sie persönlich jetzt vor kurzem erst kennengelernt auf einem Event, wo sie ihre Produkte verkauft hat. Sie hat einen super schönen Stand gehabt und ihre Produkte haben ganz toll ausgeschaut. Auch hier Frankfurt-Umgebung. Das hat sie selbst gemacht. Das ist ihre eigene Brand. bbotanical.de Glow Brow Fix Gel. Ich habe das noch gar nicht benutzt. Ich will das schon seit Ewigkeiten ausprobieren. Sie hat mir das auf diesem Event dann einfach geschenkt. Also es ist einfach klar. Sieht aus, als ob hier nichts drin ist. Ne? Und ich gehe hier rein einfach mit meinem, mit so einem Bürstchen. Ich habe das auch mal eingeknickt, weil es dann viel einfacher ist, das aufzutragen. Meine Augenbrauen sind immer noch eigentlich ganz gut gefärbt, also die Farbe hält echt super und ich hätte mal Lust wieder auf ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen mehr stehen. Müssen wir mal gucken, weil meine Augenbrauen auch unterschiedlich wachsen. Ne? Diese Seite ist eigentlich recht unkompliziert, aber diese fällt immer. Aber guck mal, das schaut cool aus. Yes, I like a lot. Hoffentlich hält es auch gut über den Tag und es trocknet auch nicht zu schnell. Also man kann auch wirklich super damit arbeiten. Hab wieder Bock, meine Augenbrauen zu laminieren. Ich habe mir aber noch einen Augenbrauenstift mitgenommen, falls irgendwelche Lücken entstehen, die auch entstanden sind. Das nehme ich so auf, ne? Wenn man die Augenbrauen laminiert, dann sieht man plötzlich ein paar Lücken, die vielleicht vorher nicht so präsent waren. Deswegen werde ich mal die Härchen hier von unten einmal korrigieren. Und dazu habe ich hier meinen alten Refi Stift. Als nächstes habe ich zwei Lippenprodukte. Diesen Gloss habe ich euch gezeigt in meinem DM-Haul. Ich liebe das Packaging nach wie vor, finde ich einfach traumhaft. Und dann habe ich noch von Pixi bei Petra diesen neuen Lip Balm, beziehungsweise wie nennt sich das? Lippe-Tint, irgendwie so hieß das. Aber ich finde, der sieht ein bisschen aus, könnte auch ein Blush sein eigentlich mehr, weil das so dick groß ist. Aber das ist mega. Ich trage erstmal das auf, ne? Und auch im Auftrag, muss ich sagen, schmiere ich jetzt nicht groß rum, sondern das ist voll angenehm. Das hat vom Duft her, das passt auch mit dem gerade nicht zusammen, mit dem Blush, nehme ich auf jeden Fall mal gleich runter. Aber das hat, wisst ihr, an was mich das sehr, sehr, sehr erinnert? Das erinnert mich sehr an meinen Lip Balm von La Mer. Ich habe ja da so einen, den ich immer vom Schlafen benutze. Das von diesem Duft, diese mintige Note erinnert mich sehr krass daran. Das ist ein sehr, sehr schönes Peachy Finish. Es fühlt sich toll an auf den Lippen. Schöne Pflege, wie es die Farbe abgibt, aber auch nicht so überall rumschwimmt und schmiert. Also hat eine tolle Konsistenz. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich hatte das die Tage auch letztens erst drauf. Noch mit einem dunkleren bräunlichen Lip Liner. Ist einfach wunderschön. Und das ist die Farbe Peachy. Das heißt Peach minus Y. Kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt noch andere Farben, aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber der warme und der kühle Ton, die beißen sich gerade. Deswegen nehme ich das mal runter. Und wir tragen mal diesen Lipgloss auf. Erstmal alleine und dann mit Lip Liner. Großer Applikator. Riecht sehr gut. Fühlt sich ein bisschen wie ein Lippenöl an, muss ich sagen. Mehr als wie ein Gloss. Schönes Finish, schöner Glanz. Wow, macht die Lippen so schön plump. Mega schön. Also, falls ihr was unauffällig, auffälliges sucht, ist das auf jeden Fall richtig schön. Ich finde auch gerade so ist es einfach so ein schöner No-Make-up-Make-up-Look. Fast. Die Wangen sind ein bisschen doll, aber ansonsten gefällt mir sehr gut. Aber mir fehlt trotzdem Lip Liner. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach so sehr dran gewöhnt habe oder ob es wirklich fehlt. Ich trage mal einen auf. Und weil ich nicht zu viel rumschmieren will, trage ich erst den Lip Liner auf und dann nochmal den Gloss. Der Lip Liner ist von Make Up For Ever und das ist die Farbe Completely Sepia. Ist ein bisschen wie der Lippenstift eben. Ja, Tatsache, das ist auch zu warm. Oder ist das in Ordnung? Ich lasse es mal drauf. Ich habe hier noch was Neues, was ich probieren möchte von Essence. Lash Princess Liner in Brown. Ich habe hier eigentlich noch einen braunen Lidschatten, aber ich will auch nicht zu viel machen, ehrlich gesagt.
Deswegen werde ich jetzt mal nur den Lip Liner auftragen, um das zu füllen. Aber eigentlich ging es mir gerade tatsächlich nur um den Eyeliner. Der soll nämlich besonders toll sein, weil er sehr einfach ist in der Anwendung, da diese super dicke Filzstiftspitze. Und weil der Stift so dick ist, könnte man praktisch den Wing einfach nur einmal drauf pressen und fertig, ne? ohne zu viel Anstrengung. Also sollte anfängerfreundlich sein. Ich probiere das mal. Yes. Das ist halt so meine Art und Weise, wie ich einen Wing mache. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so schnell gesehen habt. Finde gerade, ist ein bisschen zu dick geworden auch. Oder geht. Oder es geht. Ich habe schon lange keinen mehr getragen. So, und zieh es rein. Ja, es ist einfach wirklich so einfach. Jetzt ist er gerade natürlich frisch und noch sehr dunkel, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich den eine Zeit lang benutze und er so ein bisschen an Pigment, also nicht verliert, aber wenn er so ein bisschen leerer wird innen drin, dass der Wing dann auch ein bisschen heller wird. Aber ich muss sagen, in Braun finde ich das mega cool. Auch gerade wenn ihr so ein hellerer Typ seid, vielleicht wie ich, dann sieht Braun auf jeden Fall immer ein bisschen schöner aus oder natürlicher, falls es überhaupt eure Intention ist, ne, natürlich. Aber Eyeliner und auch Mascara in Braun ist auf jeden Fall immer eine bessere Idee. Oder also falls ihr mehr Wert auf Natürlichkeit legt, gerade bei blauen und bei grünen Augen. Für die Mascara, da benutze ich immer erstmal eine Wimpernzange. Das ist bei mir Pflicht und Muss. Ich habe eine richtig, richtig gute von Refer, eine richtig gute Mascara. Und auch von Tweezerman. Tweezerman, ich habe so viele Tools von Tweezerman. Mag ich unglaublich gerne, kann sie euch alle empfehlen. Richtig tolle Qualität und auch sehr zuverlässig. Als Mascara benutze ich heute diese hier. Das ist die Hypnos Drama Mascara von Lancôme. Die ist gerade sogar auch reduziert bei Douglas. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Die ist so mega. Die schenkt mir so ein Volumen und Länge. Liebe ich total. Mascara gebe ich immer unten und oben auf. Das wäre der fertige Look. Sehr glowy. Die Augen mal wieder intensiver, hatte ich schon lange nicht mehr. I like a lot. Und das ist der fertige Look. Ich hoffe, dass der euch gefällt. Ich bin sehr happy. Ihr wisst, ich liebe Glow. Ich liebe Base-Produkte, Bronzer und so weiter. Ich bin sehr happy mit dem Make-up. Ich hoffe, dass euch der Look auch sehr gut gefallen hat und dass ich euch auf schöne neue Produkte aufmerksam machen konnte. Jetzt freue ich mich sehr auf euer Feedback. Bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Mir ist gerade so heiß. Ich muss dringend lüften. Und das Puder muss gerade, glaube ich, auch richtig kämpfen. Das Puder auf meinem Gesicht. Es ist insgesamt sehr glowy, leicht, immer noch sommerlich. Aber durch die Augen, glaube ich, habe ich auch so eine gewisse Intensität hier reingebracht, dass es auch schon bald herbsttauglich ist. Ne? Der Herbst steht ja auch schon wieder vor der Tür. So schnell geht's. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!